Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon! So, ich muss da kurz ein bisschen leiser machen. Ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen zu laut sein könnte. So, ich denke mal, wir starten jetzt einfach mal. Mit Mankey! Neues Spiel! Hallo und herzlich willkommen in der Pokémon-Welt oder so ähnlich. Ja, beziehungsweise im A-Knopf. In der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ach ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich alles lesen soll. Ich denke mal, ihr kennt doch sowieso schon den Anfang. Den wir alle schon 10 Millionen Mal gemacht. Wie lautet dein Name? So, wie soll ich mich denn nennen? Mein Kanalname? Ich glaube, ich werde mal in diesem Video dann mal meinen Let's Play-Namen endlich mal enthüllen. Weil eigentlich ist mein Account-Name sozusagen einfach nur ein Account-Name und das war's auch schon. Das war's eigentlich wirklich. Das ist einfach nur ein Account von meinem Bruder gewesen, den ich genutzt habe. Und jetzt nenne ich mich einfach so, wie ich eigentlich auch in Minecraft heiße. Bronny! Ja. Ja, mein Name ist Bronny. Dankeschön. Und ihn werde ich einfach standardmäßig, wie im Film oder besser gesagt in der Serie Gary nennen. Oder wie nenne ich den? Warte mal, was gibt's denn hier noch? Warte mal zurück. Junge. Wir können ihn auch ganz blöd nennen, weißt du? Komm, nenn ich den Gary. Hey, Gary. Gary, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Mein eigener Neffe, oder keine Ahnung, was das nochmal war. Spasti. So. Ja. Und jetzt geht's los mit Pokémon Ultra. Boah, die Mucke ist einfach nur genial. Ja, gibt's mir noch irgendwas? Ach so, ja. Ach, das finde ich immer noch ganz blöd, wenn man dann außersehen doppelt klickt, wenn man das einfach weg haben will. Die hat mir jetzt erzählt, dass ich, bevor ich nachher jetzt losgehe, wollte ich eigentlich noch was von mir, aber keine Ahnung. Oh, warte, geh nicht raus. Du hast doch kein Pokémon. Ich fange dir eben kurz eins. Ah, nee, doch nicht. Das ist in der gelben Edition. Aber ich gehe und du musst mitkommen. Du bist ja nicht so wie der Ash Ketchum, der zu spät kommt und sich dann nur noch ein Pikachu nehmen muss. Oh! Ja. Ich komme ja schon. Ich brauche nicht automatisch zu laufen. Meine Güte. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ah, richtig. Solltest du zu mir kommen. Bondi, da dort liegen mehrere Pokémon, Pokebälle. In jedem Pokéball ist ein Pokémon. Jetzt kannst du dir aussuchen, was du haben willst. So ist es jetzt immer ungefähr das, was es ungefähr da thematisch drin vorgeht. Weil sonst, guck mal, ich komme gar nicht hinterher. Ich habe das schneller gelesen, als das überhaupt geschrieben ist. Aber wenig Geduld, Gary. Ach, du sollst einen bekommen. Ach gut, Bronny, welches Pokémon willst du haben? Ach so, ich muss aussuchen, na klar. Das ist Bumanda? Nein, Shiggy. Geil! Natürlich nehme ich Shiggy, weil ich mega Shiggy-Fan bin. Das ist gleich so ein scheiß Bisasam und will mich fertig machen. Haha, lustig. Shiggy? Nein, will ich eigentlich keinen Spitznamen geben. Spitznamen mache ich eigentlich nur sehr selten. Komm, Gary, nimm mir den scheiß Pokémon und dann ist gut. Hättest du jemals eine Chance gegen mich? Hey, warte, ich will auch gegen dich kämpfen. Ja, komm, dann machen wir mal fertig. Soll ich mal lachen? Habe ich was zu lachen? Gary möchte kämpfen. Gary setzt Bisasam ein. Los, Shiggy. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass der Soundtrack ein bisschen teilweise verkackt. Oh. Musst du ein paar Sachen machen. Mann, ey, heul, das hat doch gar keinen Sinn. Also nicht unbedingt. Sicherlich ein bisschen, weil dann die Angriffsstärke sinkt, ne? Aber ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, das macht, da mache ich aber nach ganz wenig Damage. Das ist mir jetzt schon klar.
Ach, das wird heftig gleich. Das könnte mich, glaube ich, fliegen. Aber ich habe ein paar Tackle vor. Boah, ey, heftig, ey. Wir landen keinen Sandsturm im... wie heißt das nochmal? Das können, Taubsies. Nicht Sandsturm, Sand... Ach, ich werde es gleich sehen. Ich werde sicherlich noch mal gegen ein paar Taubsies kämpfen müssen. Aber da kann man dann nachher... trifft man fast gar keine einzige Attacke mehr. Weil da irgendwie die Genauigkeit darunter geht. Boah, ey, Heuler, der macht mich so fertig. Na, jetzt komm, einmal tackle, dann bist du auch down. Oh, hoppa. Boah, Alter. Warte, einen Moment, ich muss mal kurz was gucken. So, Sound. Ich mach mal den vierten aus. Ich hoffe mal, das ist jetzt genug. Ich glaube, der vierte... Es gibt nämlich da, beim Sound-Menü, da kann man nämlich sagen, Sound an oder aus. Und man kann sagen... ich hätte gerne Sound 1, 2, 3, 4. Das sind nämlich vier verschiedene Sounds, die dann ineinander greifen. Ich glaube, ich habe eins zu viel gehört. Wer gibt denn nochmal Pokebälle? Das war doch hier irgendeiner, oder? Sturm mit irgendein Pokémon, studiere schön. Ja gut, es hat nichts viel gebracht, aber es darf nicht. Gib mir einen Trank. Ja komm! Dankeschön, hat ja auch lange genug gedauert. Oh, scheiße. Ja gut. Wir wissen jetzt, warum das... Ich glaube, ich mache den Sound aus und mache irgendwas anderes da rund. Ich bin mir gerade nicht sicher. Momentchen mal. Komm mal schön da, ich will da durch. Hallo. Oh, scheiß Penner. Naja. Aua. Ich rush jetzt einfach mal durch, ja? Ich weiß ja ungefähr, was man machen muss. Wisst ihr ja auch, ne? Das war das erste Mal, da bin ich hier 1000 Stunden losgelaufen, weil ich gar nicht wusste, was abgeht. Hey, kommst du aus Alabastia? Hey, Eich schickt dich, oder? Deine Bestellung ist angekommen. Holst du ein Paket für ihn ab? Eichs Paket. Natürlich, da sind Pokédexe drin. Momentchen mal, Moment. Ich mache ganz kurz Pause und dann komme ich sofort wieder. So, jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese verschrevelten Sounddinger da. Huch. Das ging ja gar nicht klar. Ich meine, ist wohl in Ordnung, aber ich meine, das ist ja manchmal so schief. Keine Ahnung, was da abgeht. Ein erster Pokémon-Kampf. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht unbedingt die Sounds haben, die kennen wir sowieso alle. Wir können uns die ganzen geilen Lieder anhören. Okay, das ist jetzt nicht so Sand wie Blast übrigens, die Attacke, jetzt ist mir wieder eingefallen. Das ist jetzt das einzige Lied, was jetzt nicht unbedingt was mit Pokémon Blaue Edition zu tun hat. Aber das ist ja nicht so schlimm, denke ich. Ich denke mal, ich lasse jetzt keinen einzigen Kampf aus. Ich werde jeden einzelnen Kampf bestreiten, außer wenn ich vielleicht mal irgendwann so Level 60 bin und dann kommen nur noch Level 30 Pokémon. Dann sage ich vielleicht ciao. Ja, das bringt es eigentlich am meisten. Boah. Ich dürfen auch keine Probleme haben, bis... Ja gut, die zweite Arena, da wird es vielleicht schon ein bisschen heftig, weil es alles so Wasser-Pokémon sind, aber müssen uns einfach nur mit Biss durchhauen. Oh. Madeleine Bay, du scheiß Ratzfatz. Nee, Ratzfatz heißt das ja nicht. Boah, was? Hutz und Dab. Level 7, My Destiny! Komm hier, ich geb dir mal kurz die Pokédex-Dinger. Ja, ich hab was für dich, Mensch, das ist ja nicht zu glauben. Gary! Nee, eigentlich hat Gary was gesagt. Opa! Warum hast du mich herbestellt? Ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er fasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen hat oder gesehen. Oh, ein Hightech. Oh. Ja, komm, danke schön.